Ach ja, Point-and-Click-Adventure-Games. Eigentlich ja so ein Relikt aus alten Zeiten, aber sie sind trotzdem immer noch eins meiner absoluten Lieblingsgenres von Videospielen. Die Art und Weise, wie Geschichten präsentiert werden, wie Rätsel präsentiert werden, wie hier ein bisschen auf die Bremse gedrückt wird. Point-and-Click-Adventure-Games hatten einfach immer schon eine ganz gewisse Magie und sie waren so einflussreich für Videospiele insgesamt, dass es mir manchmal tatsächlich schon so ein bisschen auf den Keks geht, wie wenig Respekt ihnen gegenübergebracht wird. Meine liebsten Point-and-Click-Adventure-Games stelle ich euch jetzt in diesem Video vor. Ihr werdet merken, dass die auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch alle so eine gewisse Richtung gehen von einer ganz bestimmten Firma aus, aber die waren halt eben auch sehr dominant. Insgesamt hoffe ich aber, dass trotzdem einfach mal so mein Ranking von meinen Favorite Top 10 Point-and-Click-Adventure-Games euch ein bisschen Freude bringt und lasst gerne in den Kommentaren reden, was eure Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games sind. Ja, diese Liste aufzustellen war tatsächlich gar nicht mal so leicht, denn das alles ein bisschen in so eine Relation zu bringen, bei meinen Listen ist das ja normalerweise so, okay, ey, 10 ist jetzt nicht zwingend besser als 9 oder so, aber ich habe es hier tatsächlich mal so versucht, in mein Herz zu hören, so, was sind denn tatsächlich meine Lieblingsgames und wo setze ich die jetzt hin? Und wir fangen jetzt einfach mal an mit Platz 10. Siberia ist auf Platz 10. Das ist relativ fresh dazu gekommen. Das habe ich erst vor ein paar Jahren entdeckt, obwohl dieses Spiel ja eigentlich schon ziemlich alt ist. Ich habe das damals auf so einer GamePro-DVD gesehen. Das war ja damals mein Lieblingsspielemagazin und die hatten ja immer die DVD mit den Tests und sowas drauf. Und da war es einfach nur Teil von dem Testcheck, wo ganz viele verschiedene Spiele vorgestellt wurden. Ich habe mir immer schon gedacht, irgendwie sieht das cool aus. Das hat so diese frühe 3D-Grafik-Ära, die man so aus den, keine Ahnung, frühen 2000ern so ein bisschen hatte, ne? Wo es die vorgerenderten Hintergründe halt einfach gab. Die Spielcharaktere sahen so semi-okay aus, man konnte schon erkennen, was sie so sind, ne? Und hab's aber einfach nie gezockt bis vor ein paar Jahren, als dann mal der erste Teil auf der Switch verfügbar war. Und hab mich irgendwie so ein bisschen in dieses Spiel verknallt, obwohl die Story auch so ein bisschen wild ist. Denn wir spielen Kate Walker, die eine Anwältin ist und eigentlich nur eine Unterschrift besorgen soll. Und das ist effektiv der ganze Auftrag, der im Spiel so im Raum steht. Kate Walker fährt in eine Kleinstadt, die bewohnt ist und beheimatet von Menschen, aber auch von Automatons. Das sind so Roboter, die alle so eine gewisse leichte Autonomie halt haben. Die wurden alle gebaut von einer gewissen Person und effektiv suchen wir so ein bisschen nach dieser Person. Denn es gibt die Fabrik, wo diese ganzen Automatons hergestellt wurden und die soll aber verkauft werden. Dazu brauchen wir eine Unterschrift. Und als wir dann da in dem Ort ankommen, merken wir, okay, diese Unterschrift zu besorgen wird tatsächlich ein bisschen schwieriger, als wir sonst zuerst gedacht haben. Teilweise ist Kate Walker irgendwie ein bisschen seltsame Hauptfigur, aber ich habe sie irgendwie so ein bisschen ins Herz geschlossen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Manchmal sind die Charaktere auch ein bisschen seltsam, wie Oscar, den Automaton, den wir dann hier in der Stadt treffen und der so ein bisschen unser Kumpel wird. Dann finden manchmal ein paar sehr seltsame Gespräche irgendwie statt. Aber ich weiß, dieser ganze Charme von Siberia hat mich irgendwie echt komplett gewonnen. Die Rätsel haben also wirklich auch so dieses typische Point-and-Click-Adventure-Ding. Ah, ich habe hier was eingesammelt, ich habe hier einen Schalter gedreht, was hat das dann jetzt gemacht? Und was ich im Intro gemeint habe, dass Point-and-Click-Adventure-Games ja so gut auf die Bremse treten, mal bei einem selbst, kommt hier wirklich sehr stark rüber. Denn man muss sich wirklich wieder zurückversetzen in diese Ära von Videospielen und einfach mal ein bisschen langsamer machen musste. Wo vielleicht so ein Game wie Siberia tatsächlich das einzige Spiel war, was man für Monate hatte. Und da war dann auch einfach mal nichts mit schnellen Tutorial nachgucken, sondern man hat einfach wirklich alles versucht, mit allen Leuten geredet, versucht jedes Item mit jeder anderen Sache zu benutzen. Und das hat man hier drin. Dann gibt es auch noch so ein bisschen Backstory mit den Leuten aus ihrer Heimat, denn Kate Walker kommt eigentlich aus New York. Sie hat da noch ihren Chef, den man anrufen kann mit dem Handy. Sie hat ihre beste Freundin und ihren Partner. Und da passieren Dinge, dass wir dann also ein bisschen übers Handy stattfinden. Mit ihrer Mutter kann man auch telefonieren. Und insgesamt ist so diese chaotische Situation, in der sich Kate Walker befindet, hier ein bisschen charmant und ein bisschen verrückt. Und das ist eine gute Mischung, um da einfach dran zu bleiben. Es gibt noch viele weitere Teile von Siberia, die ich alle noch gar nicht so richtig gezockt habe. Ich bin in Teil 2 gerade so am Anfang, kann es hier tatsächlich sehr wohl auf Platz 10 setzen, denn es hat so ein bisschen mein Herz erobert. Als nächstes haben wir Return to Monkey Island, auch ein Neuankömmling. Denn Return to Monkey Island kam ja gerade letztes Jahr erst auf den Markt von den Originalmachern Ron Gilbert und Dave Grossman, die wieder zurückgekehrt sind zu ihrem eigenen Franchise, nachdem das Lizenzgerangel ja irgendwie jahrelang so ein bisschen hin und her ging. Sie haben ihre Lizenz wieder, sie konnten wieder an Monkey Island teilmachen und haben sich einfach entschlossen, hier nochmal eine Story zu erzählen, die eine gewisse Wichtigkeit für sie selbst hat und das, was sie immer schon so ein bisschen mit dem Franchise machen wollten. Das heißt, geht so ein bisschen back to the roots, nicht nur für die Developer, sondern auch für uns als Spieler und für die Figuren in der Story. Denn wir steuern natürlich wieder unseren allseits beliebten Piraten Guybrush Threepwood, der nach ganz vielen Abenteuern in der Piratenwelt mal wieder nach Hause kehrt und
das Geheimnis von Monkey Island endlich mal lösen möchte. Ich denke mal, dass die meisten von euch schon von den Monkey Island Spielen natürlich gehört haben. Und ich persönlich habe mich super gefreut, als das Spiel rauskam und war richtig gehypt drauf und habe gedacht, ey, wenn die Originalmacher hier wieder da sind, dann ist das bestimmt absolut fantastisch. Meiner Meinung nach haben die hier auch mal wieder gezeigt, so richtig, wie es geht. Ne? Die Rätsel hatten wieder alle so diesen Charme von früher. Man sammelt unfassbar viele seltsame, dumme Gegenstände ein, die man teilweise miteinander kombinieren muss, die man teilweise bestimmten Leuten geben muss, damit verrückte Dinge passieren. Nicht so crazy wie in anderen Ablegern der Reihe, aber trotzdem immer noch so genau in diesem Sweet Spot, wo man merkt, das sind auch die Leute, die das ganze Ding erfunden haben. Man kann ganz viele Dialoge führen mit verrückten Charakteren. Und das war ja auch immer was, was mich damals schon so fasziniert hat, dass man wirklich mal lange Leuten zuhören musste, um dann so ein Fünkchen von Informationen daraus zu ziehen und so, okay, ah, die Person braucht irgendwie das und was oder die hat irgendwie Angst da und davor. Natürlich war jetzt hier bei Return dann so die Nostalgie sehr, sehr groß und ich habe gemerkt, wenn ich die anderen Teile nicht gespielt hätte und einfach nur so reingesprungen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen das anders gerankt und dann wäre es einfach so, hä, warum mag ich das denn überhaupt? Aber allein mit so einem Titel wie Return to Monkey Island und mit dem Fakt, dass es halt wirklich was für die Fans ist, glaube ich, dass die wenigsten das Spiel einfach so gezockt haben, weil ich auch glaube, dass es nicht so richtig ein guter Einstieg ist. Man hat zwar am Anfang so ein Storytime-Book, wo dann die anderen Monkey Island-Teile so ein bisschen erklärt werden, das fand ich auch sehr cool und sehr nostalgisch, aber ich glaube, das hat auch bei mir nur so gut gezündet, weil ich es halt einfach wirklich nice finde, schon seit ich effektiv Videospiele kenne, diese Reihe bei mir im Herzen zu tragen und bin so, hab das alles geliebt. Insofern Return to Monkey Island sitzt hier noch relativ fresh auf Platz 9, weil ich es sehr gemocht habe und mittlerweile auch sehr gut mit der Story resonieren kann, was mir hier so gezeigt wurde. Ist vielleicht nicht für alle so ein Teil, der so wichtig war, aber mir hat das sehr gut gefallen. Und als nächstes kommen wir zu The Secret of Monkey Island. Das ist ja dann der erste Teil der weltberühmten Monkey Island Reihe hier. Begegnen wir den wichtigsten Charakteren aus dem Franchise allen zum ersten Mal, dem Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood, der Gouverneurin Elaine Marley und dem bösen Zombie-Piraten LeChuck. Dieses Spiel hat ja so viel für die Videospielindustrie gemacht, das kann man mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so richtig aufwiegen. Es war eines der einflussreichsten Spiele, die je gemacht wurden, haben natürlich auch das Point-and-Click-Genre sehr stark dominiert und die Scum-Engine so ein bisschen berühmt gemacht. Das heißt, dieses such deine Befehle, die am unteren Bild dran sind, aus und setz dann irgendwie deine Items in Kombination mit den Wörtern so im Spiel ein. Das war relativ neu, wurde ja mit Maniac Mansion eingeführt und hat sich dann so im Hause LucasArts immer so ein bisschen weiterentwickelt. Und interessanterweise habe ich mal in einem Interview mit Ron Gilbert gehört, dass damals die Monkey Island Spiele gar nicht so einen riesen Aufriss irgendwie gemacht. Also es waren gar nicht so große Spiele, wie die dann mit der Zeit wurden. Das heißt, so diesen Kultstatus, der kam erst so ein bisschen später. Denn sie haben ja Teil 1 und Teil 2 gemacht und die waren ganz cool, die waren spaßig und die haben gefühlt Humor in Videospielen nochmal auf eine andere Art und Weise rübergebracht und wie man Rätsel aufbaut in so einem Point-and-Click-Adventure-Game und was man irgendwie damit alles machen kann, so mit diesem Medium, ne? Aber das hat dann alles erst so eine Zeit lang gedauert, bis das wirklich mal so Fuß gefasst hat in der Industrie, wo man dann diese Einflüsse bei anderen Leuten auch gespürt hat und wo viele Leute so Inspiration rausgezogen haben. Das kam alles erst so nach und nach. Und ich persönlich hatte auch noch ein paar andere Spiele, die mir dann immer so ein bisschen besser gefallen haben und bin eigentlich erst sehr spät auf Monkey Island gekommen und habe auch The Secret of Monkey Island erst relativ spät gezockt, habe dann aber öfter mal eher so bei Leuten zugeguckt und hatte aber immer so diese Faszination und diese Magie von damals halt mitgenommen. Ne? Dann gab es ja damals auch noch so diese Wählscheibe, wo man halt die Copyright Protection damit gemacht hat und das hatte auch so eine gewisse Magie irgendwie an sich und sowas Geheimnisvolles. Also man war wirklich schon so drauf getrennt, okay, das hier ist was so, oh, das ist, da muss man sich ein bisschen anstrengen, das ist irgendwie sowas Exklusives schon fast. Ne? Das heißt, die Magie, die von diesem Spiel ausging, die von der Story ausging, die von der Musik ausging und von der Art und Weise, wie man hier einfach mal eine Welt präsentiert bekommen hat, das war schon immer irgendwie cool. Und nochmal zurückzugehen, so auf den Anfang, wenn man das jetzt heute nochmal zurückzieht, ist natürlich jetzt auch nicht so das beste Spiel der Welt, aber es ist trotzdem, man merkt einfach, ah, hier haben sehr viele Sachen so ihre Geburtsstunde gefunden. Unter anderem natürlich halt auch, wie gesagt, die Charaktere, die wir alle mittlerweile so lieben gelernt haben und die Art von Humor, wie es hier dargestellt wurde. Das hat sich dann mit den kommenden Spielen alles noch ein bisschen weiter definiert, aber es ist einfach eines der coolsten Point-and-Click-Adventure-Games, die es meiner Meinung nach gibt und dass man heute irgendwo immer noch ganz gut spielen kann, wenn man sich eben bewusst ist, es von seinem Alter her und was man da natürlich nicht von jetzt irgendwie erwarten kann. Es gibt jetzt keine langen Cutscenes oder sowas, sondern es ist wirklich, das waren Videospiele damals. Absolut magisch. Lost in Play ist ein Spiel, was ich erst vor kurzem entdeckt habe und es ist für mich eins meiner absoluten Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games geworden. Warum?
weil es viele Elemente aus diesem Genre nimmt und sehr vereinfacht, was das Ganze sehr kindgerecht macht. Die Story und wie sie präsentiert wird, ist natürlich auch in so einem Cartoon-Stil. Das heißt, es wirkt schon alles sehr, ja, als ob das jetzt nur was für Kinder ist. Aber ich musste mich bei einigen Rätseln in Lost in Play richtig anstrengen. Wir spielen hier zwei Geschwister, die so ein bisschen alleine zu Hause sind und miteinander spielen. Draußen im Garten und ein bisschen im Park. Und dabei verfallen die dann manchmal in so Fantasy-Sequenzen, wo man nicht so richtig weiß, okay, ist das jetzt nur so ihre Vorstellungskraft oder sind sie tatsächlich in diese Welt so reingefahren? Das wird nie so richtig erklärt. Denn in Lost in Play wird auch nicht richtig gesprochen. Charaktere unterhalten sich zwar, aber es ist immer in so einer Fantasy-Sprache und mit Sprechblasen wird dann immer nur so symbolhaft dargestellt, worüber die gerade reden. Was ich aber auch so genial finde, denn normalerweise sind ja Gespräche in Point-and-Click-Adventure-Games ein ganz wichtiger Bestandteil. Hier wird es aber auf eine Art und Weise gelöst, dass man immer nur mit so ein bisschen so ein paar Sachen einfach nur hört und dann sieht man, ah, hier, die alte Frau will gerne über das und das reden. Und dann reicht einem das schon als Info. Absolut genial. Das heißt, es ist wirklich ein sehr guter Einstieg vielleicht sogar in dieses Genre. Und die Rätsel sind zwar jetzt auch ein bisschen einfach, ja, aber es sind trotzdem auch ein paar Sachen dabei, gerade so in der späteren, so in der zweiten Hälfte vom Spiel, würde ich sagen, wo man überlegen muss. Und das hat mir ganz gut gefallen, denn so sehr man auch manchmal sich irgendwie vielleicht davor drückt, so, ach, das Spiel ist ab Null oder das ist jetzt so cartoonmäßig. Ich kann sagen, dass ich damit sehr viel Spaß hatte und teilweise wirklich die Rätsel auch auf einem Niveau waren, die ich auch aus anderen Point-and-Click-Adventure-Games kenne. Und obwohl man dann natürlich erstmal relativ easy anfängt mit Sachen, die sehr klar sind, okay, gib mal das der Person, gib mal das der Person, so kommen das später so ein paar Level darauf, wo ich sagen muss, ich finde das cool. Mir hat die Welt sehr gut gefallen, ne? So diese Kinder stellen sich ihre Spielwelt ein bisschen krasser vor, als sie eigentlich ist. Und dann so, okay, sie basteln sich irgendwie so ein Monsterkostüm und dann sieht man halt wirklich die Fantasy-Sequenz, dass der Bruder so ein großes Bär irgendwie ist, ne? Das ist schon alles sehr, sehr cool gemacht. Grim Fandango, auch ganz krass aus der Feder von Tim Schafer, wird hier so ein bisschen die mexikanische Day of the Dead Folklore aufgegriffen und wir spielen Manny Calavera, der ein Grim Reaper in der Nachwelt ist und wir versuchen hier Leuten die Reise in das nächste Leben ein bisschen einfacher zu machen. Das heißt, er arbeitet in so einer Firma, wo man unterwegs ist und dann irgendwie Leute, die gestorben sind, einsammelt und denen dann was verkaufen muss. Das wird schon irgendwie ganz witzig gemacht, da es eine Vierjahresreise bis zu den Toren ist, wo man in die nächste Stufe des Nachlebens übergehen muss. Und diese Reise dahin ist natürlich sehr, sehr aufwendig und teilweise auch sehr, sehr teuer. Aber je nachdem, wie gut man in der echten Welt, irgendwie wie gut, was für ein guter Mensch man war, desto besser sind die Chancen hier in dem Nachleben, in dieser Dia de los Muertos inspirierten Welt. Aber Manny macht hier seine Arbeit nicht so wirklich gut. Er ist so ein kleiner Loser irgendwie, die anderen Leute in seiner Abteilung verkaufen alle ein bisschen mehr und er versucht halt einfach so diesen einen großen Deal endlich mal einzutüten, weil er den meisten Leuten nicht irgendwie die begehrten Tickets für den Nummer 9 Zug verkaufen kann, die hier so ganz viel Geld wert sind, sondern meistens nur so ein Gehstock. Und dann kommt aber einmal einer, er hat gesagt, er braucht unbedingt eine Person, die einfach eine absolute Heilige war. Und das passiert auch, indem eine Figur auftaucht, die er hier dann tatsächlich eigentlich ein Nummer 9 Zugticket verkaufen kann. Aber dann passieren ganz viele seltsame, ja so schon fast schon Mafia-inspirierte Storylines, die wirklich aber super cool erzählt sind. Und das Ganze wird auch mit vorgerenderten Hintergründen gemacht, die mittlerweile auch in der Remastered-Version alle nochmal einen Ticken geiler aussehen. Wir befinden uns einfach so in der von der Dia de los Muertos inspirierten Unterwelt, lösen da auch wieder verschiedene Rätsel, Sachen aufsammeln, Dialogbäume, ne, mit Leuten reden. Es hat einfach wieder so diese klassischen Point-and-Click-Adventure-Sachen, hat die halt aber auf so eine 3D-Ebene gehoben. Es gibt so ein paar Rätsel, die ein bisschen infamous geworden sind dafür, dass die fast unlösbar sind ohne einen Guide. Und ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich bei Grim Fandango an ein paar Stellen auch immer mal wieder gucken muss, weil ich dann manchmal so ein bisschen hängen bleibe. Und das alles so ein bisschen drauf ausgelegt war, hey, wir können uns ja jetzt endlich hier in drei Dimensionen bewegen. Wir sind nicht mehr nur auf so einer 2D-Ebene unterwegs, sondern wir können auch wirklich mal ein bisschen, ne, uns so. Und das hat halt leider bei manchen Rätseln, hat da die Zeit ein bisschen nicht so gut gewirkt. Insofern muss ich sagen, Grim Fandango natürlich absolut ikonisch. Von der Musik her, von den Charakteren her, von der Story her, die in diese vier Jahre halt aufgeteilt ist, gerade Jahr 2, was so sehr Casablanca inspiriert ist, ist hier immer noch absolut phänomenal, aber hat so ein bisschen seine Schwächen teilweise mittlerweile ja in seinem Gameplay. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so weit oben, aber es ist trotzdem einfach von der Gesamtpräsentation her eines meiner absoluten Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games. Die Dialoge sind teilweise so ikonisch und ich kann auch einfach nur von der Musik schwärmen, wo man auch schon ab und zu mal so ein paar Live-Varianten davon gesehen hat. Ist wirklich absolut genial. I love it. Nicht mein Favorite, aber trotzdem sehr, sehr, sehr ikonisch. Musik.
Maniac Mansion. Und ich habe ja eingangs im Video schon erwähnt, dass die meisten Einträge hier natürlich von einer gewissen Firma kommen, nämlich LucasArts. Maniac Mansion hat jetzt aber tatsächlich einen sehr guten Platz hier im Mittelfeld, denn es ist wahrscheinlich so wirklich das erste richtige Point-and-Click-Adventure-Game, was jemals entwickelt wurde. Damals Ron Gilbert, Dave Grossman, Tim Schafer hat auch ein bisschen mitgewirkt, der später auch so in seine eigene Richtung ein bisschen abgedriftet ist von Point-and-Click-Adventure-Games. Aber hier haben die alle so ein bisschen daran zusammengearbeitet und meiner Meinung nach ist das immer noch ein Spiel, was man heutzutage gut spielen kann. Da, ich hab's gesagt, es ist so ein Urgestein aus diesem Genre. Vielleicht auch eines der ersten Videospiele, die ich je gespielt habe. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich mein allererstes Videospiel Pitfall oder sowas auf dem Atari war. Maniac Mansion war ganz am Anfang meiner Videospielreise. Wir spielen eine Gruppe Teenager, die ihre Freundin Sandy aus dem Haus der Edisons befreien soll. Von dem verrückten Dr. Fred, seiner Frau Edna und seinem verrückten Sohn und seinem Hamster. Wir schleichen uns also mit drei Charakteren, die wir am Anfang aus so einem Auswahlscreen auswählen, wo wir uns aussuchen können, mit wem wir da rein wollen, in das Haus der Edisons und versuchen, die Rätsel da drin zu lösen und Sandy zu befreien. Allein mal dieses Spielkonzept war damals schon so faszinierend, denn man hatte so ein bisschen, okay, da gibt es Super Mario, ne, und man läuft irgendwie Jump'n'Run-mäßig von links nach rechts und das hat man erstmal damals so unter einem Videospiel verstanden. Aber dass hier ein Spielkonzept präsentiert wurde, wo man effektiv in ein Haus einbricht, um jemanden retten zu müssen, das hat einfach komplett für mich so neue Synapsen in meinem Gehirn zusammengeschraubt und ich war so, hä, krass, das ist ja sensationell. Dann war es auch natürlich so ein bisschen gruselig, diesen einen Moment, wenn man am Anfang in die Küche geht und Edna ist direkt da und man muss dann vor ihr wegrennen, was man meistens nicht schafft und damit dann die Mechanik präsentiert wird, dass man auch unten im Kerker landen kann, um da auch wieder später so ein bisschen rauszukommen. Aber das ganze Haus ist voll mit verschiedenen Rätseln, die man entweder lösen kann oder nicht, je nachdem, welchen Teenager man mit dabei hat. Denn die haben auch alle so gewisse einzelne Skills. Und es gibt Charaktere, die können zum Beispiel gut mit Musik, die haben dann Ahnung, wie man ein Instrument spielt. Die können sich dann zum Beispiel mit dem Green Tentacle unterhalten, was hier einfach in diesem Haus lebt, was schon weird genug ist. Dann gibt es Leute, die können zum Beispiel Fotos entwickeln. Es gibt so ein Fotolabor im Haus, ne? Also und da hat jede Figur hat so ihre Eigenarten, die man am Anfang auch so ein bisschen im Auswahlscreen so ein bisschen sehen kann. Und das war einfach so eine krasse Sache, weil das war ja auch vor einer Zeit, bevor man im Internet so Sachen nachgucken konnte, weil irgendwann haben dann einfach Leute auch mal selbst gesagt, ey, ich hab Maniac Mansion jetzt mal mit der Kombination an Leuten spielen, dann konnte ich irgendwie das und das machen. Du warst so, hä, krass. Es gibt ja auch mehrere Enden für dieses Spiel. Das war ja auch was, wo man damals noch so gedacht hat, hä, krass, man läuft jetzt nicht nur irgendwie auf einen gewissen Endpunkt zu, sondern das Spiel hat verschiedene Endings. Je nachdem, wie man diese Situation jetzt auflöst, wie man irgendwie versucht, in Dr. Freds Labor zu kommen, das kann man auf ganz viele verschiedene Weisen machen. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Es ist ja auch dieser berühmte Meteor in diesem Haus abgestürzt, weswegen das alles so ein bisschen seltsam bei denen im Haushalt wurde. Und je nachdem, wie man diese Situation auflöst, hat man hier wirklich ein richtig cooles Point-and-Click-Adventure-Game, was, finde ich, immer noch so Sachen richtig macht, die bis heute halt einen Standard in diesem Genre gesetzt haben. Jetzt kann man irgendwie argumentieren, ja, das ist alles so alt, das ist alles schon fast nicht mehr spielbar. Aber ich weiß nicht, manchmal lege ich das irgendwie noch rein und bin so, natürlich ist das so ein bisschen nervig, wie die Figuren laufen, dass das teilweise nicht ein bisschen schneller geht oder so, aber so dieses Grundprinzip, hey, wir sind drei Leute, wir brechen in dieses Haus ein und wir müssen die Rätsel da drin lösen, um unsere Freundin zu befreien, ist irgendwie krass. Und ich liebe Maniac Mansion immer noch. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele ever und eins meiner absolut Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games. Einfach nur, weil es damals schon so viel Magie, Humor, Verrücktheit, Abgedrehtheit und einfach Möglichkeiten präsentiert hat. Direkt danach muss natürlich das Sequel Day of the Tentacle kommen. Offensichtlich ein paar Jahre später, jetzt hier mehr so ein bisschen unter der Feder von Tim Schafer tatsächlich, ist es ein direkter Nachfolger zu Maniac Mansion. Nimmt eine der Figuren aus dem Hauptspiel, nämlich Bernard, so ein bisschen stereotypischer Nerd, und nimmt noch zwei weitere neue Charaktere mit dazu, Hoagie und Laverne. Diesmal haben wir also drei spielbare Charaktere, die wir uns nicht aussuchen können, sondern es ist ein bisschen gesetzt. Und ein paar Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 kehren wir nochmal zurück zum Tollhaus. Es hatte damals schon so eine witzige deutsche Synchro, die ich bis heute irgendwie immer noch liebe. Es ist ein direktes Sequel zu Maniac Mansion, hat aber so seine Eigenheiten. Jetzt müssen wir nicht irgendwo einbrechen, sondern es geht um Zeitreisen tatsächlich. Hier passiert dann jetzt auf einmal was, dass am Anfang vom Spiel das Green Tentacle und das Purpur Tentacle so ein bisschen unterwegs sind draußen und das Purpur Tentacle trinkt die ekelhafte Suppe, die aus den Abwasserkanälen irgendwie da rauskommt und ihm wachsen Arme. Weil das Purpur Tentacle aber immer schon so ein bisschen crazy war, will es jetzt einfach die Welt erobern und fängt an, das zu machen. Wir müssen das verhindern.
mit der Hilfe von Bernard, Hoagie und Laverne. Dabei versucht Dr. Fred eine Zeitmaschine einzusetzen und die Kids werden aufgeteilt. Laverne landet in der Zukunft, Hoagie landet in der Vergangenheit und Bernard bleibt in der Gegenwart. Und jetzt beginnen drei unterschiedliche Sektionen, wo wir immer hin und her wechseln können und sind mit Hoagie so in der amerikanischen Gründerzeit. Mit Laverne sind wir ein paar Jahre in der Zukunft, wo die Tentakel übernommen haben und mit Bernard bleiben wir in der Gegenwart und wir müssen uns teilweise Gegenstände hin und her schicken, dass wir zum Beispiel in der Vergangenheit irgendwie was mit einem Baum machen und dann ist dieser Baum in der Zukunft weg und so weiter. Ne? Also ihr könnt euch ungefähr die Rätselmechaniken in Day of the Tentacle schon ein bisschen vorstellen. Was hier halt immer noch absolut fantastisch ist, ist einfach der Humor, der einfach noch weiter noch eine Stufe oben drauf bekommen hat. So die Art und Weise, wie Point-and-Click-Adventure-Games gefühlt so ein bisschen diese humoreske Möglichkeiten von dem Dialogbaumsystem genommen haben. Ne? Dass man so Sachen wie man begegnet George Washington, kann dem dann einfach ein paar dumme Fragen stellen. Also es ist einfach alles so weird und komisch und die Charaktere sind aber auch alle so witzig geschrieben. Es ist und bleibt einfach eins meiner absoluten Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games. Einfach nur von diesem verrückten Setup her, diesem Zeitreise-Ding, den Mechaniken, dass man sich Sachen so gegenseitig durch die Zeit schicken kann, dass man in der Vergangenheit was starten muss, was dann in der Zukunft eine gewisse Auswirkung hat. Das ist so genial und dass es halt einfach aussieht wie so ein richtig witziger Saturday-Morning-Cartoon, hat das Ganze einfach nur noch besser gemacht für mich. Und es ist für mich eine Stufe über Maniac Mansion, obwohl das Setup so ein bisschen ernster irgendwie ist, aber das macht für mich schon fast alles perfekt. Day of the Tentacle ist eins meiner absoluten Lieblingsvideospiele, period. Einfach von der Musik her, wie es präsentiert wird, von der Länge auch her, es ist auch nicht so super lang, also man kann auch wirklich ein paar Stunden da reinstecken und es ist einfach eine gute Zeit. Die Rätsel haben alle auch so diesen Sweet Spot, dass man viel rumprobieren muss, aber man bleibt nie so richtig feststecken. Begleitet mich irgendwie auch schon effektiv mein ganzes Leben, da habe ich schon ganz viele verschiedene Varianten davon gespielt. Aktuell kriegt man halt am besten diese Remastered-Version, die Double Fine vor ein paar Jahren gemacht hat und die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Day of the Tentacle, ganz wohlig. Ein Spiel, was mich wirklich auch schon seit meiner Kindheit begleitet, ist Baphomets Fluch 2. Jetzt werden viele Leute fragen, ja, aber was ist denn mit Baphomets Fluch 1? Und ich habe auch den ersten Teil davon gespielt, aber Baphomets Fluch 2 ist aus irgendeinem Grund einfach mal bei uns so im PC gelandet. Ich weiß nicht mal, wer es dann gekauft hat. Wahrscheinlich hat es irgendwie mal mein Bruder geholt. Und ich war so, okay, wer sind diese Charaktere? Ist eigentlich schon fast irgendwie egal. Wir spielen George Stobbart und seine Freundin Nico. Was mich daran so damals fasziniert hat, ist einfach tatsächlich diese Intro-Comic-Sequenzen. Ich war so, hä? Das ist ja sensationell. Das sieht ja aus wie ein Cartoon. Und wie leicht man mich damals halt mit sowas bekommen konnte, ist immer noch faszinierend. Wir spielen einfach den Forscher. George Stobbart, ich weiß nicht mal, was der überhaupt beruflich macht, der am Anfang vom Spiel in ein Haus gebeten wird und da wird er dann bewusstlos geschlagen und dann startet auch schon irgendwie das Spiel. Und es ist so, okay, wir hatten es jetzt hier bewusstlos geschlagen und wo sind überhaupt unsere Freundin? Da müssen wir uns erstmal befreien und müssen dann herausfinden, was da überhaupt gerade passiert ist. Baphomets Fluch war einfach damals für mich so ein faszinierendes Spiel, weil es eins meiner ersten richtig großen Point-and-Click-Adventure-Games war, die ich auch selbst und irgendwie aus so einer eigenen Motivation alleine irgendwie fertig bekommen habe und ich wollte immer so zu dem nächsten großen Storypoint kommen, dass halt wieder eine weitere Cartoon-Sequenz kommt. Auch wenn es natürlich schon ikonisch genug war, dass man in diesen richtig schön gemalten Hintergrundsets irgendwie unterwegs sein konnte und diese Figur sowieso schon sich immer so bewegt hat, wie halt, es war halt einfach wie ein steuerbarer Cartoon und das war so faszinierend für mich und diese Story hatte so ein großes Mysterium, wo die einen dann überall hingebracht hat. Man war ja dann am Anfang so ein bisschen in Paris, ne, und dann auch in so einem Café und dann war man mal hier und dann war man mal da. Hat immer irgendwie interessant Charaktere getroffen und musste halt ganz viele Dialoge führen, auch wieder Gegenstände aufsammeln und die so ein bisschen miteinander kombinieren. Ja, eine ganz ikonische Szene ist irgendwie einfach, Wachhund Nummer 20, den wir dann irgendwie treffen können mit so einem Typ, der an so einem Gate arbeitet, wo wir da uns dann reinschleichen müssen. Das werde ich einfach bis heute nicht vergessen. Da sind manchmal so ein paar Wortfetzen, die ich aus diesem Spiel noch im Kopf habe, von der deutschen Synchro, die ich persönlich super gut fand damals und mir echt sehr viel Spaß bereitet hat. Aber für manche ist das Spiel tatsächlich nicht sehr hoch angesiedelt. So, es hat natürlich jetzt auch schon so viele Jahre auf dem Buckel, dass da auch bessere und andere Sachen rausgekommen sind. Aber für mich strahlt es bis heute noch immer so eine absolute Magie aus. Man hat auch wirklich kein Plan, wo dieses Spiel so ein bisschen hin will ab einem gewissen Punkt. Man hat ja diese sehr mysteriöse Eröffnungssequenz, wo Sachen passieren, wo du denkst, okay, was ist denn das jetzt alles? Das heißt, es hatte auch schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit ausgesprüht, die ich wirklich teilweise auch ein bisschen gruselig fand als Kind. Aber es war so, ich muss unbedingt wissen, was da passiert. Und wo das Spiel einen hinschickt und was man da für Leute trifft und was man für Rätsel macht, ist einfach immer noch faszinierend für mich. Und ja, Baphomets Fluch bleibt einfach eins meiner absoluten Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games von diesem Abenteuer Gefühl, was es übermittelt hat, was wie so eine Light-Version von Indiana Jones schon ein bisschen war. Denn es gibt nicht sehr viele Action-Sequenzen da drin, aber es hat einfach so dieses typische Gefühl von auch so diesen, wie die National Treasure-Filme so ein bisschen. Also wahrscheinlich, wenn es einen Baphomets Fluch-Film gäbe, dann wird wahrscheinlich Nick Cage irgendwie George Stobbart spielen.
ein sehr, sehr cooles Cartoon-Grafik-Point-and-Click-Adventure-Game, was ich sehr, sehr mag. Ist vielleicht bei anderen nicht so weit oben, aber es ist meins. Es ist eins meiner absoluten Favorites. Ganz klar, natürlich hier noch Telltale's The Walking Dead Staffel 1. Jetzt könnte man irgendwie argumentieren, sind das jetzt aber tatsächlich auch Point-and-Click-Adventure-Games? Deswegen habe ich aber auch explizit jetzt erstmal nur Staffel 1 hier mit reingenommen, denn Telltale Games hatte es ja damals so ein bisschen auf sich genommen, so diese Fackel von Point-and-Click-Adventure-Games nochmal weiter oben zu halten. Es gab ja auch das Back-to-the-Future-Spiel zum Beispiel, die haben sich so ein paar Lizenzen dann irgendwann geangelt, ne? Unter anderem mit dabei war auch The Walking Dead. Und das war noch so zu einer Zeit, wo The Walking Dead noch nicht so groß war, wie es mittlerweile ist. Oder wie es auch damals dann so kurz danach wurde. Aber hier in der ersten Staffel von Telltale's Walking Dead hat man wirklich noch so ein paar Sachen, okay, man trägt auch mal so 3-4 verschiedene Gegenstände noch mit sich und muss ein paar Dialoge führen und hat so Hub-Areas, wo verschiedene Leute unterwegs sind. So, es hat noch diesen alten Point-and-Click-Adventure-Charme tatsächlich. Wurde schon mit Staffel 2 schon stark zurückgeschraubt und die haben dann irgendwann immer mehr so, okay, man nur noch Szenarien präsentiert bekommen, wo man Entscheidungen trifft und Dialogbäume hat. Fand ich immer ein bisschen schade, denn ich fand, das ist das, was das halt gerade die erste Staffel so gut gemacht hat. Wir spielen Lee, der direkt am Anfang vom Ausbruch der Zombie-Apokalypse eigentlich ins Gefängnis gebracht werden soll, aber dann hat er einen Autounfall und kann sich gerade so in so ein Wohngebiet retten, wo er die kleine Clementine trifft, die zu Hause alleine ist, weil ihr Babysitter sich schon in Zombie verwandelt hat und sie rettet Lee dann auch tatsächlich in einem sehr entscheidenden Moment. Und von dem Zeitpunkt an sind die beiden zusammen unterwegs und wir entwickeln einfach so eine Vater-Tochter-Beziehung zu dieser kleinen Clementine. Und was diese 5 Episoden von der ersten Staffel Walking Dead wirklich so fantastisch macht, ist eben genau diese Beziehung. Denn wären wir jetzt ohne Clementine in diesen Situationen unterwegs, würden wir sehr wahrscheinlich ganz anders reagieren. Denn wir werden in diese typischen Zombie-Situationen geworfen von, oh mein Gott, der und der wurde gebissen oder hey, lass die in die Person doch rein. Aber weil wir eben die ganze Zeit so ein kleines Kind bei uns haben und irgendwie immer noch so unsere eigene Moral natürlich weiter aufrechterhalten wollen, ist sie so eine Repräsentation dafür, für alles, was so in der Welt noch gut war oder was wir noch als gute Werte in dieser Welt erhalten wollen. Deswegen so oft eine Situation in diesen Games, wo wir dann da stehen und sagen, ah, normalerweise würde ich dem jetzt wahrscheinlich einfach eine kleben, aber das mache ich nicht, weil ich nicht will, dass die Kleine das sieht. So, dann gibt es eine Episode, wo wir so ein bisschen auf unser Essen achten müssen. Da muss man entscheiden, okay, wem gibt man denn jetzt aus dem Camp noch was? Natürlich füttern wir erstmal die Kinder und dann gucken wir aber, ah, wir haben irgendwie jemanden, der ist krank, wir haben jemanden, der hat jetzt hier schon die ganze Zeit gearbeitet, ne? Und das sind einfach so Situationen, die gerade die erste Staffel so genial gemacht hat. Und mit jeder Episode wird die Beziehung von Lee und Clementine einfach mehr so wirklich so Vater-Tochter-mäßig und sie werden ein bisschen mehr abhängig voneinander. Sie lernen auch ganz viel voneinander. Es hat natürlich irgendwie so ein bisschen Parallelen zu The Last of Us, aber mir persönlich hat die Beziehung von Lee und Clementine immer schon besser gefallen als die von Joel und Ellie, was wirklich mega noch vom Niveau ist, weil das alles beides irgendwie natürlich sensationell ist. So. Das Writing in Staffel 1 war aber wirklich so fantastisch, dass da teilweise Charaktere drin sind, die so cool gemacht sind, die wurden auch so cool geschauspielt irgendwie von Leuten. Also da hat effektiv irgendwie alles gestimmt. Die Qualität ist mit den kommenden Staffeln immer weiter so ein bisschen abgedriftet, aber gerade Staffel 1 kann ich heute noch wirklich uneingeschränkt empfehlen. Eines der besten Spiele ever, einfach Punkt, Period. Clementine ist eine der besten Videospielfiguren ever, ebenso Lee. Absolut fantastisch vorgetragen, absolut fantastisch geschrieben und die Situationen sind noch mit diesem perfekten Point-and-Click-Adventure-Mix, der wie gesagt in den späteren Staffeln leider immer so ein bisschen gefehlt hat. Ihr habt vielleicht durch diese Liste jetzt so ein bisschen rausbekommen, was für mich ein gutes Point-and-Click-Adventure ausmachen und The Curse of Monkey Island verbindet irgendwie alles davon. Es hat fantastische Musik, es hat fantastische Rätsel, es hat einen coolen Cartoon-Comic-Grafik-Look und es hat die richtige Prise Humor. The Curse of Monkey Island war der erste Teil, wo Ron Gilbert nicht mehr mitgearbeitet hat. Tatsächlich ist das für viele dann auch so ein Punkt gewesen, wo sie das eher so boykottiert haben, aber gerade mit dem Release von Return to Monkey Island, wo man gesehen hat, dass mittlerweile Ron Gilbert und Dave Grossman eigentlich relativ fein damit sind, was andere Leute mit der Monkey Island Lizenz gemacht haben und sie sogar gewisse Elemente in Return inkorporiert haben, wie zum Beispiel den sprechenden Chaded Murray, der hier sein Debüt hatte, finde ich es auch wirklich cool, dass mittlerweile so quasi diese Lore aus den anderen Spielen auch hier mit eingebaut wurde. The Curse of Monkey Island ist das Spiel, was mich am meisten aus der Reihe fasziniert hat und in erster Linie muss ich sagen, natürlich erstmal wegen dem absolut sensationellen Cartoon-Comic-Grafikstil. Ich meine, guckt es euch an, wie ich das schon teilweise bei anderen Sachen hier auf der wie ich das teilweise bei anderen Spielen auf dieser Liste schon gesagt habe, es ist einfach es sieht aus wie ein absoluter Samstagmorgen-Cartoon und das hat mich damals bei Videospielen so fasziniert, dass das mittlerweile einfach geht, dass da teilweise offensichtlich Budgets da waren, dass Leute wirklich richtig coole Cartoon-Grafik in Games einbauen konnten.
Und dann waren die auch noch cool synchronisiert. Das war sogar auf Deutsch synchronisiert. Und das hat mich alles so fasziniert, dass ich das einfach spielen wollte. Und ich wollte immer weiter zocken, bis wieder eine coole Cartoon-Comic-Grafik kommt. Aber da halt hier halt alle von diesen Point-and-Click-Adventure-Elementen auch wieder so gut greifen. Die Rätsel, das Items kombinieren, die Dialogbäume, so der Humor. Das hat halt alles so viel Laune gemacht. Die Charaktere, die man hier trifft, den kleinen jungen Kenny, den man irgendwie in Puerto Pollo über den Tisch ziehen muss, ab einem gewissen Punkt, nachdem er uns die ganze Zeit über den Tisch zieht. Die Piratenbarbiere, die hier ihren kleinen Friseurladen haben, den Typ, der in seinem Theater William Shakespeare spielt. Und dann natürlich die ganzen Leute auf Blood Island, so die ganze Stimmung und Atmosphäre auf Blood Island später, was so die zweite Hälfte vom Game ist. Dieses melancholisch-traurige irgendwie. Und das ist alles so faszinierend. Und die Story insgesamt auch einfach geil. Guybrush Threepwood versaut am Anfang vom Game so ein bisschen den Kampf mit LeChuck und verwandelt aus einem blöden Fehler raus seine Freundin Elaine in eine Goldstatue und er muss diesen Fluch brechen. Das ist der Curse of Monkey Island. Wie man das in diesem Spiel macht, wie man hier wieder unterwegs ist und verschiedene Charaktere trifft und mit denen so Freundschaften schließt, die man dann als seine neue Piratencrew anbandelt und versucht, diesen Fluch zu lösen, der auf Elaine liegt. Es hat mich einfach alles von vorne bis hinten fasziniert. Immer wenn ich zum Beispiel beim Brimstone Beach Club unterwegs war und habe da die Musik gehört, diese Inselbeats, das ist bis heute noch was mich einfach komplett vom Hocker haut, wo ich sagte, da hat einfach für mich alles gestimmt. Und es hat einfach diese Magie, die solche Videospiele damals für mich hatten, komplett in einem krassen Game repräsentiert. Es hat eine neue Welt für mich aufgemacht. Es hat auch wieder, so wie das teilweise schon dann so ein Maniac Mansion zuerst gemacht hatte, für mich nochmal komplett neu definiert, was ein Spiel sein kann und wie ich irgendwie ein Spiel genießen kann, warum ich ein Spiel genießen kann, was ich an Spielen so wertschätzen kann. Ne? Ist das jetzt so diese Cartoon-Grafik, ist es die Musik, die ich manchmal bis heute noch einfach irgendwie so nebenher höre und mir so denke, ach, das ist einfach sensationell gewesen. Und das waren meine Lieblings-Top 10 Point-and-Click-Adventure-Games. Eine große Liste, sehr LucasArts-orientiert natürlich, habe ich ja am Anfang so ein bisschen erwähnt, ist mir auch sehr bewusst, aber es war einfach so die prägendste Firma, die für mich die Spiele rausgebracht hat, die am meisten bei mir gezündet haben. Deswegen, ja, ich entschuldige mich nicht. Das sind meine Lieblingsgames. Schreibt mir doch aber gerne in die Kommentare, was eure Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games sind. Denn das hier ist natürlich nur meine Liste. Sie ist sehr persönlich orientiert und muss jetzt nicht irgendwie so die definitive Liste sein. Das sind die besten Point-and-Click-Adventure-Games ever, sondern es ist einfach meine persönliche Meinung. Insofern, schreibt mir gerne, was eure Lieblings-Point-and-Click-Adventure-Games sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dann gerne ein Like, schreibt es in die Comments, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Video.